Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal einen Nicht-Beauty-Adventskalender, sondern eher so einen Papeterie-Adventskalender. Aber es geht um Harry Potter und das ist hier einmal der zauberhafte Eulenpost-Adventskalender, den ich bei Top Kreativ gefunden habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erleben, was sich hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bezahlt habe ich 49,99 €. Und ja, es geht um Harry Potter, da bin ich natürlich gerne mit dabei. Und ich bin einfach jetzt mal sehr, 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 sehr gespannt, wie die das Thema so umgesetzt haben. Erstmal entferne ich dann so den Schuber. Oh, da stehen hinten auch ein paar Spoiler drauf. Es rappelt auf jeden Fall schon ein bisschen im Karton, der aussieht einfach wie ein Koffer. Wie schön. Schließt hier auch so magnetisch. Oh, dann gibt es erstmal was zu lesen. Oh, da gucken wir gleich rein. Und hier haben wir den ersten Blick in den Adventskalender. Offensichtlich ist es ein Lego-Adventskalender. Erstmal habe ich hier so ein Anleitungsbuch. Das heißt, da stehen dann so ein paar Informationen drin. 24 kleine Überraschungen rund um das Thema Papeterie. Dann kann man hier Brush Lettering üben und ganz viele Tipps und Tricks, wie man die Sachen halt auch so anwenden kann. Das ist richtig, richtig cool. Ja, also, ne, dass man halt auch dieses schön Schreiben lernt und so. Und Produkttipps sind hier, glaube ich, auch noch mit dabei. Und ja, hier steht auch, wie du dann die Produkte aus den jeweiligen Türchen anwenden kannst. Dann hast du hier auch noch so Rätsel drin, finde den Weg zu Hogwarts und so weiter. Ach, zum Anmalen haben wir hier auch noch was, ein Mandala und so. Das ist schön. Also da wird auf jeden Fall direkt eine Anleitung gegeben, wie es ja schon draufsteht, wie und wo man die Produkte so anwenden kann. Nun starten wir mit Büchslein Nummer 1. Ja, das ist auf jeden Fall ein Stift, ne? Es steht auch drauf, zauberhafte Eulenpost. Achso, auf dem Produkt selber steht jetzt nicht, was es ist, ne? Also hier haben wir erstmal einen Stift. Ja, ja gut, was willst du draufschreiben? Schreiben, hallo, ich bin ein Stift. Und der malt dann auch wohl so in diesem braunen Ton. Ach, und hier hinten ist er dann nochmal in einer feineren Version. Und das war ein Reim. Die Nummer 2 ist eben schon rausgefallen. Und hier würde ich dann tatsächlich auch vermuten, genau, dass wir hier irgendwelche Papierdinger drin haben. Sticker, ja gut. Damit kann man Weihnachtskarten selber gestalten. Süß, ja. Ne? Man weiß ja, dass das hier irgendwie so ein Bastel- und so Kreativitäts-Adventskalender ist. Ich glaube, dann gehört sowas auch malen mit dazu. Ich würde mir jetzt wünschen, dass die jetzt nicht das irgendwie in mehr als, ich sag mal, 3 Kläppchen drin haben. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, sowas finde ich ja immer toll. Das ist ein Stempelkissen, super praktisch. Und dann haben wir eine Eule. Oh, ja. Ich habe mir letztens, also ist auch schon ein halbes Jahr her oder so, aber selber so ein Stempelset gekauft. Und das ist praktisch und süß und ne, ich mag das. Und bei einem 50-Euro-Adventskalender, nachdem wir Sticker drin hatten, ist es auch gut, dass wir 2 Produkte hier drin haben in einer Box. Hier haben wir die Nummer 4 und die ist ein bisschen breiter, glaube ich, als die Nummer 2 eben. Oh, hier haben wir auch wieder einen kleinen, ein A, ein O, ein Hahaha. Das ist so ein Block und da sind, ich glaube, Postkarten oder so. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ja, das ist ein bisschen dicker. Das ist so Kartonpapier, ne? Das kann man dann natürlich zum Lettering nehmen. Achso, die Muster wiederholen sich dann immer wieder. Da haben wir, ich glaube, dann immer 6 verschiedene Muster drin. Süß! Kann man selber seine Weihnachtspost basteln und schreiben. Ich finde sowas immer total cool, wenn man sowas bekommt und die Leute halt wirklich selber gemacht haben. Bin ich immer sehr begeistert. Einen Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember und da ist ein weiterer Stift. Oh, ein schöner kupferfarbener Stift. Das sieht schön aus. Oh, das mag ich ja, ne? Ist ja auch echt besonders, wenn man solche Stifte hat, finde ich. Der malt auch bestimmt total schön. Und damit zu schreiben ist auch schön. Und da kannst du auch diese diese Schönschreibschrift nehmen. Genau. Nikolaus, der 6. Dezember, darf gerne was Besonderes sein. Oh, geil. Sowas mag ich. Okay, das ist so ein Kalligrafie-Ding. Also wie so ein, ja, das kann man halt so reinstecken. Und dann hat man hier so diese Feder, ne? Oh, ist das schön. Und dann habe ich hier so ein ganz kleines, süßes Tintenfass. Und das ist auch so echt schön geformt. Das ist schön. Liegt gut in der Hand. Und damit kannst du dann so richtig deine Weihnachtspost schreiben und dann hier immer so reindippen. Und das, also finde ich geil. Also für mich persönlich ist es echt edel. Und ich hatte damals auch so Schönschreibfüller und so ganz besondere Sachen, auch in der Schulzeit und so. Wenn man dann in Freundebücher geschrieben hat, dann hat man das ja auch immer ganz besonders gemacht und so. Ich glaube, das kommt gut. Für den 7. Dezember musste ich ein bisschen buddeln, aber ich habe ihn gefunden. Ah, ja, kannst jetzt selber auch Geschenkanhänger basteln. Da haben wir 10 drin und dann kann man, wenn man möchte, auch das Herzchen drin lassen oder rausnehmen und dann halt mit dem, ja, mit den Utensilien, die wir hier ja schon im Adventskalender hatten, die beschreiben. Das ist auch ein schöner Karton, also ja, ist gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ja, hier haben wir wieder Sticker drin. Ja, ja,
Ja, halt auch wieder so, ne? Weihnachtlich, winterlich, süß, kann man gut gebrauchen, ist schön. Keine Ahnung, was sowas wert ist. Also, wir versuchen Preise rauszusuchen, wie immer, aber ob das hinhaut, müssen wir mal gucken. Das eine war auch eher so auf fast matten Bögen, so seidenmatt, ne? Und das hier sind so glänzende, die sind dann vielleicht auch einfach von der Art und Weise her ein bisschen anders. Ich denke, in der Nummer 9 dürfen wir uns auch wieder über einen Stift freuen, und zwar einen roten Stift. Ja, auch cool, ne? Das ist auch schön weihnachtlich, rot und Kupfer und dunkelbraun haben wir jetzt hier. Fehlt auf jeden Fall noch irgendwie was Goldenes, würde ich so mal denken. Auch hier wieder, ne? Hast du die zwei verschiedenen Stiftarten. Mag ich. In der Nummer 10 wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder mit etwas Größerem weitergehen. Das passt natürlich. Wir haben hier Briefumschläge. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Briefumschläge, die sehr schön aussehen. Also sehr edel. Erinnert mich auch ein bisschen, wenn ich bei Danny vom Pelletier Verlag, ne, was bestelle oder, ne, Post von ihm bekomme, Weihnachtspost zum Beispiel. Dann hat er auch immer so wunderschöne Briefumschläge und dann auch so ein Siegel, was er da drauf macht. Also auch sehr, 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 sehr nice. Machen wir weiter mit der ersten Schnapszahl, der 11. Dezember. Da hatte ich jetzt einen Stift vermutet, aber es ist was anderes. Ah, nee, ja, das ist so ein Lesezeichen. Das ist praktisch, es ist winzig. Es ist wirklich winzig. Ne? Also ist ja klein, das hält so magnetisch. Sowas habe ich auch viel in Einsatz, wenn ich halt auch lese. Das hält echt gut und geht nicht wirklich verloren, weil es halt echt gut so an den Seiten auch klebt, in Anführungsstrichen. Hält ja magnetisch die Seite dazwischen. Und hier haben wir halt auch diese Eule mit drauf. Das passt auch sehr, sehr gut. Kommen wir zur Halbzeit, die Nummer 12. Okay, hier haben wir keine Sticker drin, sondern halt so Schablonen. Sowas finde ich cool. Da haben wir auch so einen Phönix. Und da kommt jetzt so ein kleiner Funfact auf euch zu. Also, ich bin 35 Jahre alt und überlege schon seit ungefähr 25 Jahren, nein, nicht ganz, seit 20 Jahren ungefähr, mir auch mal irgendwann was tätowieren zu lassen. Und wenn ich mir irgendwann mal was tätowieren lassen würde, dann wäre das ein Phönix, der aus der Asche steigt. Und der wäre nicht auf dem Rücken oder sonst irgendwo, wo es vielleicht auch nicht ganz so weh tut, sondern der wäre hier so richtig schön an der Seite und vielleicht würde der dann auch hier so Richtung Rücken rübergehen. Deswegen, also ich liebe Phönix, das ist... hat für mich so eine Emotionalität. Ne? Also wenn ich mir jetzt so die 12 Produkte angucke, denke ich mir, der Adventskalender kann definitiv noch ein bisschen mehr Gas geben. Es bedient aber definitiv das, was ich mir auch vorgestellt habe. Ne? Hier habe ich jetzt den 13. Dezember und es ist wieder ein Stift und hier haben wir ein Lila drin. Ja, ein schöner lilaner Stift. Keine Ahnung, also Lila steht für mich auch so ein bisschen für Zauberei. Ne? Deswegen passt er auf jeden Fall zur zauberhaften Eulenpost. Gehen wir weiter am 14. Dezember und hier haben wir auch wieder so einen kleinen Bogen drin. Das ist, oh, sowas brauche ich echt viel. So ein Klebezettelbogen. Ne? Da sind jetzt nicht super viele Sachen dran. Ich weiß nicht, 20 Blatt, 10 Blatt. 1, 2, 3, 4, ja. 20 Blatt, aber ich brauche sowas wirklich täglich. Also für mich ergibt es definitiv Sinn. Ein riesiger 15. Dezember erwartet uns nun. Und da haben wir auch so schöne Bögen drin. Ja gut, das hättest du auch in ein kleineres Kläppchen machen können, aber das ist nicht schlimm. Und ach so, das ist ein großer DIN A3 Bogen, würde ich sagen. Ja, ist Geschenkpapier, oder? Ja gut, ja, kann man schön ein Geschenk einpacken. Ja, ja, nee, das hätte ich hier nicht so unbedingt. Also das passt zum Thema auch wiederum, aber das ist ein bisschen klein. Der 16. Dezember ist klein, aber hoffentlich fein. Ja, ein Stempel. Wir haben ja schon das Stempelkissen. Hier haben wir Hogwarts. Ja, also für Potter-Fans ist das definitiv sehr, 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 sehr cool. Wenn man das jemand anderem drauf stempelt, der mit Harry Potter nicht ganz so viel am Hut hat, denkt die Person sich, ach ja, ein schönes Schloss vielleicht. Irgendeins, was man kennt. Ja, kennt man eigentlich schon. Genau. Und das Stempelkissen hatten wir ja auch schon. Also erweitern wir hier mit unser Stempelsortiment. Eine Woche vor Heiligabend haben wir den 17. Dezember und vielleicht unseren goldenen Stift. Nein, auch passend. Einen grünen Stift, der so aussieht. Also ich finde auch so ein bisschen, dass diese Stifte von der Form her an die Zauberstäbe erinnern, die wir damals in diesen... wie hießen die nochmal, lerne Zaubern, Zauberkästen drin hatten, da waren die quasi weiß aus. Und guck mal, ich kann es noch halbwegs. Üb das mal, das macht Spaß, wenn man das schnell kann. Damals konnte ich das richtig schnell, mittlerweile bin ich etwas eingerostet. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember und vermisse nach wie vor meinen goldenen Stift. Vielleicht ist das hier aber auch, wenn man damit schreibt, Gold und nicht Kupfer, ich weiß es nicht. Es ist blau, ja, auch das ist eine klassische Farbe, die man definitiv gebrauchen kann. Ne? Ach so, hatte dieser grüne, der hatte, glaube ich, noch einen Schimmer mit drin. Der ist nicht nur grün, jo, der hat sogar Glitzer mit drin. Oh. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember und da scheinen wir mehrere Sachen wieder drin finden zu dürfen. Okay. Ah. Oh. Das hätte ich fast schon in der 24 vermutet. Das ist ja cool. Das ist ein Siegel. Das schraubt man hier zusammen.
Und dann hast du hier das Siegelwachs, das kannst du hier oben ja anzünden und dann geht der Docht ja auch weiter, sodass man das dann quasi auf die Briefe tropfen kann. Sieht so schön aus. Und dazu haben wir dann passend diesen Versiegler, den Stempel quasi, ne? Und da dann auch unser ganz individuelles, ist natürlich Hogwarts, ne? Das Wappen, das ist richtig, richtig cool. Wie gesagt, das hätte ich in der 24 erwartet. Oh, was erwartet uns dann in der 24? Aber bevor wir zu 24 kommen, habe ich hier erstmal die 20. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir Gold drin. Das ist Tinte in Gold. Wir hatten ja schon Tinte in Schwarz und jetzt haben wir auch noch, da habe ich mein Gold. Wie nice ist das bitte? Das ist so ein ganz kleines Pöttchen. Ich vermute, dass wir hier so 5 Milliliter oder so drin haben. Ja, steht hier auch drauf. 5 Milliliter. Das ist schön. Dann brauche ich keinen Goldstift. Ich habe dann ja quasi meine filigrane Feder, die ich da rein dippen kann. Oder haben wir in der Nummer 21 nun diesen wundervollen Goldstift? Man weiß es nicht. Was fehlt uns denn noch an Farbe? Gelb, theoretisch, ne? Ja, gelb. Da haben wir ein Gelb. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir quasi die Grundfarben, ne? Gelb, Rot und Blau. Grün, Lila, Orange haben wir jetzt nicht. Aber wir haben auch ein Braun, wenn das wirklich braun ist. Aber ich glaube, das ist, oder grau ist es ja quasi eher. Schön, richtig schön. Okay, der Adventskalender macht mich glücklich. Die Nummer 22 ist das opulenteste Büchschen im Adventskalender. Auch da, ne, hätte eigentlich ein kleineres gereicht, egal. Hier haben wir, ja, da kannst du was schreiben und dann halt in den Briefumschlag packen. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Da hast du dann quasi dein Briefpapier. Auch das sieht sehr, sehr schön aus. Ich vermute, hier sind es dann auch wieder 10 Blatt, ne? Ja, ist sehr schön gestaltet. 15 Blatt. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. Oh, da haben wir 5 Stück, da kannst du so Geschenke reinmachen. Das sind, kannst du selber so zusammenbasteln. Vielleicht, wenn man Schmuck verschenkt oder so Klinkerlitzchen, irgendwelche Kleinigkeiten oder eine kleine Praline oder so. Das ist süß, ne? Ja, Trommelwirbel für den 24. Dezember. Da muss ja wirklich jetzt was Intensives drin sein. Meine zauberhaften Notizen. Da hast du ein Notizbuch drin. Okay, ja, ist süß. Hätte ich aber wirklich dann mit dem Stempel, mit dem Siegelset getauscht, um da halt irgendwie nochmal was richtig Krasses drin zu haben. Aber dann hast du hier so ein kleines Buch und da ist überall diese süße Eule drauf. Kann man machen. Kommen wir zum Fazit von diesem Adventskalender. Ich bin jetzt kein super Pro, was Papeterie und dieses ganze Lettering und so weiter angeht. Ich kann es halt einfach mal so aus meiner persönlichen Sicht beurteilen. Wir haben hier sehr coole Produkte drin, die auch meiner Meinung nach schon mal so ein bisschen den richtigen Weg weisen. Ich persönlich hätte mir hier das ein oder andere Produkt anders gewünscht, dass man halt vielleicht dieses Notizbuch ein bisschen hochwertiger hat und vielleicht sogar ein bisschen größer, dass man etwas mehr Geschenkpapier hier drin hat. Gut, dafür haben wir halt diese kleinen Geschichten, aber ich finde es vom Ansatz her super, aber von der Umsetzung ein bisschen zu mau. Gerade wenn man bedenkt, dass man ja auch 49,99 dafür bezahlt. Ne? Das ist halt auch nochmal so die Sache. Ich habe mich, glaube ich, beim Newsletter angemeldet und habe den dadurch ein bisschen günstiger bekommen. Das vielleicht als kleiner Tipp auch für euch. Richtig schön finde ich das Anleitungsbuch, dass du halt auch direkt da die Stifte anwenden kannst und auch deinen Schönschreibstil und so weiter ausprobieren kannst, Anregungen bekommst und so weiter. Das ist definitiv sehr wichtig für diesen Adventskalender, weil ansonsten wäre das halt wirklich sehr viel angerissene Thematik, aber halt ohne Schluss, so meiner Meinung nach, ne? Natürlich bekommst du auch all diese Produkte bei Action und Co., gar keine Frage. Und ich kann hier auch gar nicht so viel zur Qualität sagen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ihr habt es ja auch in meinen Händen hier gesehen in der Kamera, ne? Ich finde es auf jeden Fall süß gemacht. Das kann man definitiv sagen, aber 49,99 finde ich dafür einfach zu teuer. Wie seht ihr das? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Ich glaube, Potter-Fans sind hier schon so ein bisschen glücklich, aber nicht überglücklich. Da fehlt halt noch so ein bisschen mehr dieses Kravam-Erlebnis, oder? Was meint ihr? Wie gesagt, die Kommentare sind immer für Kritik offen, weil ich weiß, dass viele Adventskalenderhersteller und Firmen sich das auch wirklich durchlesen, dass sie sich auch meine Videos angucken, um da dann fürs nächste Jahr auch die Verbesserung gegebenenfalls vornehmen zu können. Ne? Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt auf jeden Fall ganz schön viele Karten zu schreiben und das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.